Hey, hey! Heute möchte ich euch mal meine Stickersammlung zeigen, dass ihr einfach mal seht, was sich so angesammelt hat die letzten, ja, Monate, Jahre, wie auch immer. Ich habe einiges, ich habe es jetzt nicht nach Papier und Puffy und ja, Epoxidsticker und so weiter sortiert, sondern habe es versucht, ein bisschen nach Themen zu machen. Ist gar nicht so einfach, weil es doch ein paar mehr sind. Ja, und dann fange ich einfach mal an. Also ich zeige euch jetzt mal welche, die habe ich aus Amerika bekommen. Und zwar sind das solche, da sind schon ein paar abgegangen, sind das solche, ja, Herzsteinchen zum Aufkleben. Immer gut zum Verzieren. Dann habe ich nochmal Steinchen und Halbperlen zum Aufkleben. Weiß jetzt gar nicht, ich glaube, die waren von Michaels, meine ich zumindest. Dann habe ich bekommen diese in zwei Farben. Das sind auch sowieso kleine, einfach nur Harzpunkte, auch zum Aufkleben wieder. Schwarz-Weiß, Orange, Grün und Gelb. Und diese 3D-Sticker, die waren, glaube ich, von Hobby Lobby. Gerade mal gucken. Glitter-Spiders. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die absolut genial. Die sind auch richtig, richtig dick. Wenn ihr das mal seht, sieht man das? Also quasi Plastikspinnen zum Aufkleben mit Glitter. So, dann habe ich hier, na komm her, Panda-Sticker. Die kennt ihr vom Teddy. Da habe ich mir einen Vorrat angelegt. Die habe ich viermal. Kennt ihr bestimmt. Das sind Foliensticker, teilweise mit diesen Kulleraugen. Diese. Dann habe ich mir letztens bei Teddy diese geholt. Die Bienchen. Passt jetzt gut zum Sommer. Die sind auch so leicht, leicht metallic schimmernd. Alles freundliche Honigbienen. Hier auch mit Honigtopfblümchen. Ja, ganz viele verschiedene. Die fand ich halt goldig, die mussten mit. Dann habe ich. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen nach der Reihe zu gehen. Da ist nur noch einer über. Eine lachende Blume. Die habe ich damals bei Kick gekauft. Da waren ganz viele auch solche großen drin. Für 1 Euro. Oh, jetzt fällt sie raus. Dann kann man sie besser zeigen. Ist auch relativ stabil. Dann habe ich letztens diese hier bekommen. Meerjungfrau und ein Mädchen. Dann habe ich diese schon relativ lange. Die waren auch von Kick für 1 Euro. Und zwar sind das so Natursticker, die so ein bisschen die Form haben, wie der Ausschnitt von den Bottle Caps, also von den Kronkorken. Und die haben auch teilweise diese Kulleraugen. Wie jetzt dieses Teil süß mit diesen Kulleraugen. Oder hier. Den finde ich am besten. Also den finde ich richtig goldig. Hier so nochmal. Und diesen grinsenden Fuchs. Und hier auch nochmal. Also die sind süß. Kann ich auch gerne vertauschen, wenn ihr möchtet, gell? Also ich bin eigentlich niemand, der ja, extrem Sticker bunkert, nur ich bin jemand, wenn ich irgendwo welche sehe, muss ich sie mitnehmen. Also wenn euch was gefällt, dann können wir das ja mal gerne irgendwie bequatschen. Die sind auch aus Amerika. Das sind Katzensticker, Papiersticker, aber das ist ja nicht schlimm. Da haben wir hier die, ein bisschen weiter weg, vielleicht sieht man es besser.
solche. Total süß. Also verschiedene, ganz verschiedene Katzensticker, Miezis, in Tassen mit Flügeln, was man halt so als Katzenmama gerne sieht. Dann habe ich solche letztens bekommen. Das sind so Art Tattoo-Sticker. Tattoo- oder Graffiti-Sticker. Na komm. Das sind auch nochmal so ziemlich die gleichen, nur in anderen Farben. Diese habe ich auch schon, oh, falsch rum. Diese habe ich auch schon verwendet. Das sind auch Puffy-Sticker mit Glitzer. Herzchen. Ein Herzchen-Schlüssel. Herzchen mit Flügelchen. Richtig süß. Dann habe ich aus Amerika bekommen Ostersticker. Auch schön. Sticker. Und zwar habe ich die nicht verwendet, weil sie nach Ostern kam. Haha. Vielleicht finde ich nächstes Jahr dafür eine Verwendung. Diese Hasen sind schon putzig hinter ein Küken. Ich liebe Ostern. Ja, dann haben wir hier Katzen und Fische. Alles so ein bisschen das Thema. Hier haben wir Kätzchen in einer Wolke, in einem Herz. Ja, das sind auch so matte Puffy-Sticker. Die finde ich klasse. Also die habe ich übrigens vom C-Mann, glaube ich, waren die. Da, C-Mann für 79 Cent. Also ich denke, das geht absolut. Nochmal vom C-Mann habe ich diese. Die fand ich so genial. Die musste ich auch mitnehmen. Das ist alles so typisch Mädchen, süß. Hier haben wir Herzchen, hier haben wir ein Stück Kuchen. Hier haben wir Sahne, Bonbon, also alles Mögliche. Cupcakes. Kann man so richtig goldige Sachen machen. Habe ich jetzt einen Schlussanhänger, ein Herz mit rosa und Glitzer von einem Baby, von einem Mädchen und habe auf die Rückseite so einen süßen Bären gemacht. Das passt wirklich super. Dann habe ich noch mehr Katzen. Ich weiß nicht, warum ich so viele Katzen habe. Ja, auch wieder mit diesen Kulleraugen. Sind auch süß. Die habe ich vom Teddy für 1 Euro. Das sind halt alles Foliensticker, das heißt, die kann man richtig schön eingießen. Dann habe ich noch welche, die waren, weiß ich jetzt gar nicht, von wem ich die hatte, ob ich die bestellt hatte. Da haben wir auch Katzen und Hunde und eine Maus und ein Knochen. Fisch, also schön auch Thema Hund und Katze. Die habe ich mal bekommen. Die sind auch schön, mit Glitzer, auch Puffy-Sticker, Bärchen, ein Hündchen-Engel, Kätzchen und alles mit Regenbogen. So, dann habe ich diese hier, die sind auch vom Teddy, die kennt ihr mit Sicherheit. Das sind solche Acryl-Sticker, die sind relativ hart, mit Süßigkeiten. Habe ich auch zweimal. Dann habe ich diese, ja, Vogelblümchen, da oben ist ein Bienchen, passt gut zu Frühjahr, Sommer. Diese musste ich mir mitholen, erkennt man jetzt nicht so gut. So, jetzt sieht man sie, mit schöner Umrandung in Silber. Bin mal gespannt, ich hatte schon Sticker mit Goldumrandung, da ist das Gold dann ausgelaufen. Also ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, was das angeht, aber ich werde es ausprobieren. Die sind auch etwas dicker, also schöne Struktursticker. Dann habe ich diese hier, von der Machart wie die vorher.
Ein Marienkäferchen, wieder mit Bienchen, eine Schnecke, ein Schmetterling, eine Raupe, noch eine große Schnecke mit einer Blume drin. Richtig süß. Dann haben wir Tiere. Schau mal, das ist doch goldig, oder? Ja, hauptsächlich wegen dem Panda, weil ich finde diese Panda-Darstellung halt einfach goldig. Oder diese Maus und diese Miezekatze und das Häschen. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall sind sie alle schön. Musste ich mir auch holen. Dann habe ich diese wunderschönen Sticker noch. Fische kann man auch gut nehmen, wenn man halt wirklich was Goldiges über den Meeresboden machen möchte, sogar mit Luftbläschen. Muss man die noch nicht mal selber machen. Schaut euch mal dieses süße Seepferdchen an. Total Zucker. Und auch der Gesichtsausdruck, es ist halt wirklich putzig. Da ist noch eins. Ja, dann habe ich noch. Es geht noch weiter. Oh, die Bären vom Teddy. Kennt ihr bestimmt auch alle. Dann habe ich mir auf der Kreativa diese geholt. Und zwar letztes Jahr auf der Kreativa. War das letztes Jahr? Nee, dieses Jahr. Quatsch, was erzähle ich? Dieses Jahr. Um Gottes Willen. Die Pandas, die waren relativ teuer. Also ich glaube 1 Euro, lass mich lügen, 29, 30, ich weiß es nicht, aber ich fand sie halt wirklich so putzig und ich habe die sonst noch nirgendwo großartig gesehen, deshalb habe ich gesagt, komm, die nehme ich mit. Dann habe ich, die habt ihr schon gesehen. Hier habe ich noch mal andere, dieser runden Tiersticker mit sogar mit Stresssteinchen drauf. Auch schön aus, wenn man die eingießt. Die kennt ihr auch schon. Das ist auch noch mal. Dann habe ich noch mal diese. Also wie gesagt, ich habe einiges doppelt, dreifach. Wenn ihr irgendwas mit mir tauschen möchtet, irgendwelche lustigen Sticker habt, die mir gefallen, dann können wir das gern tun. Dann haben wir hier die Teddybärchen. Das sind Papiersticker. Das heißt, die muss man doch ein bisschen vorbereiten, aber das ist nicht schlimm. Das Rosenherz finde ich schön. Und alles so schöne Teddybären. Dann habe ich mir auch auf der Kreativa habe ich mir geholt diese, ja, sind auch Acryl oder Harz, Epoxy-Sticker. Genau. Die waren von 3,25 auf 2 Euro. Und ich habe bei La Blanche geschaut, also die sind wirklich reduziert gewesen. Die Dinger kosten normalerweise so viel. Es sind so ein bisschen im Vintage-Stil. Gefällt mir auch gut. Die mussten auch mit. Dann haben wir wieder Hunde und Kätzchen. Ich kann damit eigentlich gar nicht so viel anfangen, aber ich habe sie. Also wenn jemand Tiersticker braucht, ich gebe die gerne ab. Also in der Art mit Hunde und Katzen und hast du nicht gesehen. Dann habe ich mir hier geholt bei. Das war, glaube ich, Kick, ne? Nee, Teddy. Oh. Stickeralbum. Mit diesen Fuchsstickern. Die haben mir so gut gefallen. Weil dieser Fuchs war ja überall, ne? Da hat man ja wirklich Tischdecken und Servietten und hast du nicht gesehen, alles von bekommen. Und dann musste ich ihn auch mitnehmen. Dann habe ich hier wunder, wundersüße Bärchen. Das sind Foliensticker oder zumindest folierte Sticker. Glaube ich zumindest. Oder waren das nur die anderen? Ne, das sind die Papiersticker. Ich habe aber auch andere. Das sind Foliensticker. Genau. So. Dass ihr das hier mal genau seht. Also total süß. Fußball spielend, im Röckchen, Musik spielend. Dann geht es hier noch weiter. Das war ein großer Bogen mit mehreren Teilen. Und da waren halt ganz verschiedene Bärchensticker drauf. Dann habe ich Blumensticker mit schönen Rosen. Vielleicht habe ich da irgendwann auch mal eine Verwendung für. Bin eigentlich nicht so der Fan von Blumenstickern. Aber mal sehen, vielleicht fällt mir da noch was Schönes zu ein. Und jetzt wunderbar für den Sommer: Sonnenblumen mit Glitzer. Wenn ihr das so seht, sind Papiersticker. Lauter schöne Sonnenblumen.
Richtig schön. Und natürlich rote Rosen. Die waren auch vom Kick übrigens. Die haben gekostet 1 Euro. Rot und rosa. Wunderschöne Rosen. Auch mit Glitzer wieder. Dann habe ich noch 2 große Smileys. Die habe ich bei mir in meiner Bastelecke auch hängen. Motivieren so ein bisschen. Dann habe ich nachtleuchtende Sticker, die ich auf jeden Fall auch irgendwann mal probieren möchte, wenn ich dann die Zeit habe. Und zwar sind das meine neuesten. Da habe ich hier diese Tiere und Pilze, ein Häuschen, ein Reh, ein Bambi. Der Fuchs schaut so süß. Ich finde den so putzig. Ein Fuchs freut sich. Noch ein Bambi. Und die leuchten im Dunkeln. Dann habe ich riesige Sticker. Und zwar diese hier. Ich weiß nicht, ob ich die eingießen möchte. Also verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten bei mir habe ich schon beklebt damit. Dafür sind sie gut. Die leuchten auch wunderbar. Schaut euch mal diesen beleidigten Stern an. Also sie sind schon putzig. Ne? Die haben wir noch einen großen. Hier haben wir einen schlafenden Stern, einen Mond. Dann habe ich ganz viele große Sterne. Die sind wirklich süß. Also irgendwas werde ich damit noch machen. Dann geht es weiter. Dann haben wir hier diese noch. Aber sie riechen extrem nach Plastik. Also das muss ich schon sagen. Also ich habe die jetzt schon ewig und ihr seht, die Packung ist offen, aber ich rieche sie trotzdem noch. Vielleicht liegt es nur an mir, ich weiß es nicht, aber man kann sie immer noch riechen. So, und dann einmal mit Raumschiff, der Saturn, wenn das ist. Dann haben wir hier noch was, Sternchen, noch ein Raumschiff mit jemandem drin, der winkt. Also putzig sind sie auf jeden Fall. So, dann machen wir mal weiter. Ich mache das alles ein bisschen schneller, weil es sind wirklich so viele und das würde so ewig dauern. Ich fange mal hier vorne an. Und zwar ist das Winnie Pooh Foliensticker in verschiedenen Farben im Hintergrund. Also man könnte theoretisch auch diesen Hintergrund irgendwie noch ausstanzen oder so. Da haben wir Schweinchen, Winnie Pooh, Tigger, nochmal Tigger, EA. Auf der Rückseite nochmal andere mit Luftballon. Hier unten IA und Schweinchen. Dann habe ich letztens bekommen diese hier. Auch total süß. Sind auch Foliensticker. Kann ich also auch direkt eingießen. Winnie Pooh ist ja wirklich auch ein tolles Motiv. Da kann man auch so viel mitmachen. Einmal Honig. Alle zusammen wieder. Dann habe ich einen Block von Winnie Pooh mit 250 Stickern. Zeige ich euch nur mal kurz. Solche hier. Die haben allerdings einen Papierhintergrund. Das heißt also, die muss man zumindest hinten auf jeden Fall nochmal bearbeiten. Weil sonst sind die leider auch nicht zu gebrauchen. Das ist auch süß. EA mit dem Drachen am Hintern. Ja, gibt schon coole Sachen. Dann habe ich SpongeBob. Und zwar sind das größtenteils Papiersticker. Aber ich finde sie trotzdem cool. SpongeBob, da sind immer 3 Bögen normalerweise drin, genau. Dass man auch ja genug hat. Dann habe ich dieses. Und zwar habe ich das zweimal. Auch mit je 3 Stickerbögen. Dann habe ich diese Fensteraufkleber. Das sind welche, die durch elektrostatische Aufladung am Fenster bleiben. Also die haben keine Klebefläche hinten.
Problem nur, ich habe jetzt solche Sachen auch schon eingegossen, die werden durchsichtig. Das heißt, die sind wirklich nur rein Folie, ohne alles. Und ja, da muss man halt schauen, dass man aufpasst wie mit dem Hintergrund, dass man da nicht irgendwann nur noch ja, unsichtbaren SpongeBob drin hat oder so. Da seht ihr Plankton, da seht ihr Patrick auf SpongeBob, Mr. Krabs, Thaddäus. So, dann habe ich verschiedene Minion-Sticker. Zeige euch jetzt nur die, also auch selbst wenn ich sie doppelt habe, zeige ich sie euch nur einmal. Und zwar, da bekomme ich demnächst auch noch mal ganz viele von. Banana, sehr schön. So, dann haben wir diese hier. Einfach nur toll. Ich liebe die Minions. Dann habe ich Tinkerbell. Das sind auch ganz schöne. Jetzt sieht man es besser. Puffy-Sticker. Solche habe ich auch genommen für diesen Tinkerbell-Schlüsselanhänger, den ich gemacht habe. Und auch teilweise ganz große drin. Da kann man auch schöne Sachen mitmachen. Und der letzte. Genau. So. Ich zeige euch dann mal noch meine Avengers-Sticker. Die habe ich durch Zufall im C-Mann gefunden. Sehr cool. Dann habe ich. Ist das richtig rum? Ja. Dann habe ich diese. Habe ich mir auch schon einen Iron Man Bottle Cap Magneten gemacht. Dann haben wir hier. Na komm. Möchtest du nicht? Doch, du möchtest. Und diese. Einfach nur schön. Womit machen wir denn weiter? Ach, da habe ich noch eins. Moment. Dann habe ich noch so verschiedene Stickerbücher. Die habe ich euch ja vorhin so ähnlich schon mal gezeigt. Also die sind eigentlich, bis auf verschiedene Farben, sind die relativ gleich von der Machart. Alles Papiersticker. Dann habe ich diese Briefmarken-Epoxy-Sticker. Müssten Epoxy sein. Ich glaube ja. Ich finde die so toll mit diesen Babys drauf. Also da kann man auch so einiges machen. Dann zeige ich euch mal meine Weihnachtssticker. Auch wenn wir jetzt nicht gerade die Zeit haben dafür. Aber Weihnachtssticker sind immer toll. Die werde ich wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder tonnenweise mitnehmen. Und zwar ist das das, was noch übrig geblieben ist. Habe ich einmal hier ein Rentier und Santa Claus. Oh, jetzt ist mir was runtergefallen. Ein Rentier und ein Geschenk. Alles diese Puffy-Sticker mit Glitzer. Santa. Nochmal Santa Claus und dieser. Dann habe ich diese Candy und die Socke. Dann habe ich Ginger Batman, die Candy Canes und Lebkuchenherzen. Das sind nochmal die gleichen. Dann habe ich Papiersticker. Habe ich noch nicht wirklich viel verwendet von, weil es halt eben jedes Mal eine Riesenarbeit ist, diese vorzubereiten. Da zeige ich euch mal den zweiten Bogen. Total süß. Und
Die fand ich ja so toll. Da hätte ich am liebsten 20 Pack gleich mitgenommen. Pinguine und Schneemänner. So goldig. Total cool. Das Ganze nochmal. Ihr seht, die habe ich auch schon verwendet. Letztes Jahr. Dann haben wir noch diese hier. Ich glaube, die hatte ich so ziemlich alle vom Teddy. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Dann habe ich die Tannenbäume noch. Da hatte ich mir so viel gekauft, weil ich eigentlich mir diese Weihnachtsdeko für den Baum selber machen wollte und bin da irgendwie doch wieder von abgekommen. Aber Weihnachten kommt ja jedes Jahr wieder. Ich glaube, die sind von Toys R Us. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Ja, für 50 Cent. Da kann man eigentlich nichts meckern. So, das ist jetzt schon fast eine halbe Stunde. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und im zweiten Teil zeige ich euch dann, was noch so alles in meiner Stickerschublade ist. Und zwar geht es dann um Hello Kitty, Frozen, Totenköpfe, Princess, Mickey Maus und, und. Also ihr seht, es kommt noch ein bisschen was. Und ich hoffe, euch, das Video hat euch bis jetzt gefallen. Wenn euch irgendwas von meinen Stickern gefällt, habt keine Angst, meldet euch. Ich tausche gerne, ich helfe gerne weiter. Und ihr seht ja, ich habe teilweise Sachen drei, viermal und das ist überhaupt gar kein Problem, geil? Also wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!